Hallöchen! Wie ihr schon im Bild gesehen habt und im Titel natürlich lesen konntet, geht es heute um mein allererstes Avell-Päckchen und das möchte ich jetzt mit euch auspacken. Wow! Ziemlich sprachlos, also es ist riesengroß und ich sehe schon ganz tolle Sachen und wir fangen da mal an. Als allererstes ist mir dieses Schätzchen hier ins Gesicht gesprungen. Und zwar von Patrick Ness bzw. Siobhan Dowd, 7 Minuten nach Mitternacht. Das ist die Hardcover illustrierte Ausgabe und ich kann es nicht fassen. Ich habe mir gerade noch überlegt, habe ich das wirklich bestellt? Ich muss es gleich nochmal nachgucken. Ich dachte eigentlich, ich hatte mich dagegen entschieden, aber anscheinend habe ich dann doch in letzter Minute mich nochmal umentschieden. Also, das Ganze sieht wunderbar aus. Es ist ein Menge-Exemplarstempel unten drauf. Ganz winzige Spuren unten am Rand, aber nicht der Rede wert. Wundervoll, das als Hardcover bekommen zu haben und ich freue mich, es auch nochmal entdecken zu dürfen. Ich habe es schon als Taschenbuch hier, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal lesen. Die Preise blende ich euch natürlich unten ein und alle Bücher sind auch unten verlinkt. So, jetzt geht's weiter. Edward von Zoe Beck. Mein Leben, meine Geheimnisse. Hauptmeldungen seit deinem letzten Besuch. 8. Okay, ja. Das ist wohl ein ziemlich außergewöhnliches Buch. Es geht wohl um einen jungen Kerl, der heißt Edward, ist bald 15. Okay. Und beginnt in seinem privaten Blog über Dinge zu schreiben. Ja, das Ganze beruht darauf, also dass ich es bestellt habe, dass ich es bei der Kossi gesehen habe. Und zwar in den Empfehlungen hinten in ihren Reading Notes. Ich bin schon sehr gespannt drauf, ist gar nicht so dick und ich glaube, ich werde es recht bald mal zur Hand nehmen. Ja, schaut aus, als wäre es ein ganz anderes Buch mal. Auch wieder hier unten leichte Spuren und eine Menge Exemplarstempel ist auch drauf. Ja, okay. Schön sieht das Ganze aus. Von Giovanni Montanaro, Alle Farben der Welt. Soweit ich weiß, geht es hier um einen Maler. Um wen geht es hier? Van Gogh? Oh Gott, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Ich habe das Ganze bei... Ich glaube, bei der Bookmarkt gesehen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, ich habe es gesehen, wurde hier auf BookTube angefixt. Diejenige hat auch gesagt, das Ganze gibt es nicht mehr, wohl frei verkäuflich zu erwerben. Auf Avell hatten sie es noch und ja, ich bin sehr begeistert. Das ist so eine leinengebundene Ausgabe und wunderbar, die Farben, die da drauf sind. Es geht da wohl... wie soll ich es denn erklären? Darum, um die Suche so ein bisschen nach den Farben und wie man die so einordnet. Und wohl eine herrliche Liebesgeschichte, die noch ein bisschen mit dabei zu tun hat. Und wie gesagt, ein Maler, also etwas sehr künstlerisch Kreatives. Da bin ich sehr gespannt. So, wir haben noch Gutscheine und ein Lesezeichen. Ah, und eine Liste. Da steht drauf, was drin ist. Okay, das ist ganz gut, was zu tun ist, aber okay. Also hier steht drauf, das Paket ist genau von meinem Kilo. Dann durfte mit von Meg Wolitzer, Was uns bleibt, ist jetzt. Ich sehe drauf, da ist ein Bild von einem Sylvia Plath Roman. Das Ganze ist hier unten etwas angeschlagen, ist allerdings dennoch ein Hardcover, hat unten den Mängelexemplarstempel. Ja, hier unten an den Ecken etwas angeschlagen. Fällt aber kaum auf, da es ein dunkles Cover hat. Auf Meg Wolitzer bin ich aufmerksam geworden über, ich glaube, Die Interessanten hieß das Buch. Ging ziemlich rum vor ein paar Jahren. Da hat es eine Kollegin aus dem Buchhandel vorgestellt und deswegen war mir die Autorin auf jeden Fall noch ein Begriff. Das Ganze geht, glaube ich, um junge Kerle, Jugendliche. Ein Internat. Okay, hier steht, ihr Thema ist nichts weniger als das ganze Leben. Ja, okay, es geht wohl um eine Jugendliebe letztendlich und ja, dann stirbt aber einer von beiden und der andere bleibt traurig und allein zurück. Hat mich
irgendwie direkt angesprochen. Das hier ist so ein Exemplar, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das schon auf meiner Wunschliste stand, aber schon ziemlich lange, von Claire Dyer, als gestern noch morgen war. Ich weiß nicht mehr, wer mir dazu das empfohlen hat. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Genau, es geht wohl um einen ganz besonderen Moment, den zwei Reisende im Gedränge erleben und sich 25 Jahre nicht gesehen haben. Auch eine spannende Geschichte, wenn man sich eben lange nicht sieht, wenn man sich wiederentdeckt, wenn man gewisse Momente miteinander teilt. Ja, durfte jetzt mit. Dann von ganz vielen habe ich schon die Empfehlung gehört, dass Amy Harmon Für immer Blue ein besonderes Buch sein soll. Und ja, geht so ein bisschen darum, wer sie ist, ja, wie sie sich so entwickelt. Und ich glaube, mehr möchte ich darüber auch gar nicht wissen, denn alle haben so davon geschwärmt, dass ich das dann auch entdecken möchte. Ebenso ein Wunschlistenbuch von Niall Williams, Die Geschichte des Regens. Genau, doch, okay. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber es geht um eine Dame, die 19 Jahre alt ist und bettlägerig. Sie liest sich dann wohl durch die Bibliothek ihres Vaters und entdeckt so ein bisschen, entdeckt so ein bisschen die Fantasie und spinnt da Geschichten weiter. Und das klang sehr interessant, denn es geht wohl auch ein bisschen in Richtung Wasser, Regen natürlich, aber auch wohl Fischen und Irland. Und eine Ode an das Erzählen steht hier auch. Also es ist dann wohl auch wunderbar erzählt. Ja, für mich scheint das auch wieder so eine besondere Geschichte zu sein und ich freue mich riesig drauf. Ich würde so gerne alle Bücher gleich beginnen. Auch der dieser Roman ein Mängelexemplarstempel und ganz leichte Spuren, aber echt wenig. Also wenn man ein neues Buch im Laden kauft und das da schon ein bisschen liegt, dann sieht es genauso aus wie dieses hier. Also ne, bis auf den Stempel dementsprechend richtig gut. So, es nimmt kein Ende von Noam Spencer, Der glücklose Therapeut. Hat mich total fasziniert, habe ich 1000 Mal schon in der Hand gehalten in Buchhandlungen, aber ich habe es nie gekauft und jetzt habe ich es eben mitbestellt, weil es das günstig gab. Hier geht es ja eher um einen Psychotherapeuten und soweit ich weiß, ist der Autor auch einer und weiß deswegen auch, worüber er schreibt. Ich finde das faszinierend, zum einen die Psyche der Menschen, als auch natürlich überhaupt das Therapeut sein, da ich selbst Therapeutin bin. Und nicht selten auch bin ich so ein bisschen derjenige, die ja viel seelischen Ballast, viel psychischen Ballast abkriegt, beziehungsweise ein Stück weit auch jemanden dazu bringt, dass der auch was ablädt, weil man merkt, dass manch eine, ich sag mal, eher körperliche Behandlung nicht so viel auswirken oder bewirken kann, ohne dass derjenige auch ein bisschen sprachlich, verbal mal loslässt. Und da finde ich das ganz wichtig. Ja, und da geht es wohl darum, dass er überfordert ist und dass das Ganze so ein bisschen entgleist den Händen des Therapeuten. Von Lea Singer, Anatomie der Wolken. Hat mich auch schon ewig lang fasziniert und stand schon wirklich sehr, sehr lange jetzt auf meiner Wunschliste. Ich lese allein mal das Zitat von Elke Heidenreich vor. Lea Singer schreibt Romane für alle leidenschaftlichen Leser. Das ist doch, ach, schöner kann es doch fast nicht sein. Hier vorne auf diesem zusätzlichen Bändchen steht noch mit drauf Johann Wolfgang von Goethe, das Universalgenie der Klassik und der junge wilde Romantiker Caspar David Friedrich, zwei Künstler, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, begegnen sich 1810. Fasziniert sind sie von derselben Frau. Ja, ich selbst, da ich Hobbymusikerin bin und mich gerne dafür interessiere, was auch so die Musiker getrieben haben, spricht mich total an der Titel, das, worum es geht. Und ja, ich konnte gar nicht anders, als das jetzt doch endlich mal von meiner Wunschliste zu schmeißen.
So, von Natalio Grueso, der Wörterschmuggler. War auch mal für einen Moment recht bekannt, recht gehypt. Ich habe das Ganze schon ausgeliehen aus der Bücherei gehabt, habe es auch angefangen. Mir hat es wunderbar gefallen von der Sprache. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich habe es im falschen Moment begonnen. Denn ich hatte zu dem Zeitpunkt schon mehrere Bücher gleichzeitig begonnen. Und es hat einfach nicht noch zusätzlich dazu gepasst. Deswegen musste ich es wieder aufhören und habe es mir jetzt aber gekauft, damit ich die Ruhe habe, es komplett auch zu lesen. Weil ich eben, wie gesagt, direkt gemerkt habe, es macht mir Spaß, diese Sprache. Hinten drauf, eine geheimnisvolle Japanerin in Venedig, ein Mann, der Bücher verschreibt, ein Junge, der aus Liebe Wörter schmuggelt. Geschichten voller Fantasie, Weisheit und Abenteuer. Ein wunderschöner, bewegender Roman, der mir zu Herzen gegangen ist, sagt Paulo Coelho. Ein Buch, das man mit Vergnügen liest und das auf jeder Seite ein neues, überraschendes Geheimnis preisgibt. Also ich kann nur sagen, guckt es euch unbedingt mal an, schaut rein, lest rein. Die Sprache fand ich wirklich fesselnd. Ich wollte direkt weiterlesen, habe aber wie gesagt nur 2, 3 Seiten geschafft, weil ich dann gemerkt habe, es passt im Moment zeitlich nicht in mein Konzept und ich kann mich nicht voll drauf einlassen und das fand ich sehr schade. Deswegen dürft ihr jetzt ganz einziehen. So, diese 3 Klopper haben es auch noch geschafft und zwar als Trilogie, beziehungsweise es ist wohl eine Tetralogie, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Habe ich gelesen jedenfalls. Ich kann euch gerade nicht sagen, in welche Reihenfolge die gehören. Ich habe hier auf jeden Fall Dark Angels Fall von Christy Spencer und Tabitha Lee Spencer, die Versuchung. Von den gleichen Autorinnen Dark Angels Winter die Erfüllung. Besonders dick. Und Dark Angels Summer, das Versprechen. So. Ich kann leider auch nicht ganz genau sagen, worum es geht. Ich glaube, 2 Jugendliche und ich glaube, irgendwie ein Camp, ein Internat, ein Sommer. Ich weiß es nicht genau. Ich hatte irgendwie Lust, so richtig in der Geschichte zu versinken und so richtig noch ein bisschen was auszuprobieren, denn das sind wirklich Bände, hier steht auch drauf, so spannend wie Panem, so romantisch wie Twilight. Ich bin absolut kein Panem- oder Twilight-Fan, hasst mich gerne dafür, aber bin ich einfach nicht. Ja, ob mich dann aber trotzdem so ein bisschen ein ähnliches Konzept überzeugen kann. Und irgendwas hat mich da magisch angezogen und ich kann es nicht beschreiben, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und wie ihr seht, sind die auch alle 3 noch eingeschweißt. Finde ich sehr, sehr toll, denn ja, frischer geht es fast gar nicht und das noch für einen unschlagbaren Preis als Aktionspaket. Jetzt könnt ihr euch natürlich denken, das hier ist ebenfalls ein Aktionspaket und das stimmt auch. Und zwar diese 3 wunderschönen Bände. Ich mache sie mal eben auseinander. Ein bisschen haben die Bände hinten gelitten, trotz Folie. Also da ist das Cover etwas umgeknickt, aber das ist hinten drauf und gar nicht so schlimm. Das erste, wenn ich es richtig sehe, hier steht Auftakt der Trilogie drauf. Urban Fantasy anscheinend. Ich weiß nicht, ob ich schon mal was wirklich Urban Fantasy-mäßiges gelesen habe. Von Anna Alonso und Xavier Pellegrin. Vision oder Vision, das Zeichen der Liebenden. Dann ist wohl der 2. Teil Illusion oder Illusion, das Zeichen der Nacht. Ich finde auch wunderschöne Cover, muss ich ganz ehrlich mal wieder gestehen. Ich Coverkäufer. Und? Emotion oder Emotion, das Zeichen der Auserwählten. Das ist wohl das Finale, so steht es zumindest hinten auf den Bänden drauf. Ja, ich freue mich drauf. Ich habe nur herausgefunden, es geht um ein Zeichen und es geht um 2 Menschen, wenn ich es richtig gesehen habe, Jana und Alex, wohl auch um ein Buch. Ja, und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie mir das gefallen wird, ob mich das überzeugen kann. Aus dem Arena Verlag habe ich nicht ganz so viele Bücher auf meinem Sub, einfach weil ich prinzipiell nicht so sehr zu Jugendbüchern greife, aber wie man hier sieht, haben sie es mir irgendwie doch angetan. So, das war meine riesengroße Bestellung von Avel.
Ich kann das nicht rechtfertigen mit meinem hohen Sub und ich möchte das auch gar nicht, denn ich bin einfach froh, dass ich es einfach mal ausprobiert habe und die Qualität hat mich jetzt schon überzeugt und ich freue mich auf jedes dieser Bücher. Abgesehen davon war der Großteil wirklich von meiner Wunschliste, das heißt, irgendwann hätte ich es mir vermutlich sowieso gekauft. Ich hoffe, es hat euch gefallen, vielleicht war was Neues, was Spannendes für euch dabei. Vielleicht habt ihr auch gesehen, so manch ein Buch, das es schon länger gibt, das schon länger auf BookTube rumgeistert, kann man dort auch noch günstig kriegen. Natürlich nicht jedes Buch, aber viele Bücher. Und ich hoffe, ja, wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen hoch, ein Abo da lassen, einen Kommentar. Ich freue mich darüber und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!